19 Uhr Hero bis 21 Uhr, also 19 bis 9 Uhr. Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer neuen Folge Hero. Ich gehe direkt auf den Server, ist noch eine Person drauf und wenn es jetzt jemand von einer anderen Stadt ist, werde ich ihn töten. Aber es ist wahrscheinlich Rotpilz, weil er ist immer zu dieser Zeit online. Und mit dabei ist der Zombie. Hallo. Nee, Concrafter. Hallo. Oh. Töte okay. ihn, töte ihn. Ja, warte. Reiß ihm die Gedärme raus. Willst du Krieg? Gegen mein eigenes Stadtmitglied. Nein. Ich will nicht, aber leider ist er. Aber leider ist der Krieg. Mal schreibt. Ja, schon. Erzähle ich kurz, dass Simon heute Abend Hero streamen wird und TTT, genauso wie ich. Ich werde wahrscheinlich wieder mit ihm Hero streamen, weil es sich anbietet. Und falls eine PvP-Situation entsteht, dann töten wir uns halt gegenseitig, mein Gott. Kommt vor. Schade. War ja beim letzten Stream genauso. So, und was ist bei dir los? Wieso schade? Concrafter muss jetzt direkt aufhören. Okay. Ab 18 Uhr wird TTT bis 20 Uhr gestreamt und ab 20 Uhr streamen wir dann Hero. Ich glaube, wir streamen beides, oder? Soll ich auch der TTT im Stream? Ja, ne? Ja, warte. Dafür? Oh, er hat gerade das Game geleftet. Schau. Oh. Schade, hätten wir ein bisschen schneller gemacht. Schade. Er hat gesagt, er hat schon 21 Minuten. Ja, schade. Bin ich grad. Lol, hier ist ein Choki auf dem Dach. Der hat sich wahrscheinlich ganz schnell mal ausgelockt, ne? Der. Schon noch auf sein Dach geflogen. Ja, hier ist ein bisschen was kaputt gegangen. Ja, genau, Zombie hat gerade schon gesagt, wir heute Abend streamen wir, aber hier ist ein bisschen was kaputt gegangen und dazu soll ich auch noch was mehr was sagen. Da ist hart was schiefgelaufen, Kev. Kev hat gestern eine Mobfalle im Stream gebaut, die. Irgendwie, da waren zu viele Spawner oder irgendwie sowas. Das hat den Server sehr, sehr stark zum Laggen gebracht. Die konnten das Ganze aber nochmal aufhalten. Wir müssen uns auf jeden Fall eine Regelung überlegen mit den Rare Mobs. Da darf man scheinbar nicht so viele Spawner machen, weil sonst kann der Server abschmieren. Aber zum Glück ist alles nochmal gut gegangen. Aber gestern wäre fast der Server gecrashed. Ja. Wäre voll krass gewesen. Ja, wäre schon krass. Wäre dann bestimmt bei Mr. Trashpack gelandet. Server abgeschmiert wegen zu vielen Mobfarmen. What's up? Alter, hier sind richtig viele Grabsteine statt Blau, was ist da los? Blumen für die Toten. Na, von mir steht da glaube ich nur einer. Dena wollte Krieg und ist einfach gestorben. Also, das Dena ist einer aus Stadt Blau, aus Stadt Rot, deswegen werde ich dem Dena ein rotes Blümchen vors Grab setzen. So. Ja. Ich bete eben. Bist du gerade in unserer Stadt, oder? Ja, genau, ich bin gerade in eurer Stadt. Ich bete eben für Dena. Ja. Dena möge deinen Geist Frieden finden. Und in Ruhe, in. Ja, du weißt schon, die Stars. Habe ich denn eigentlich heute meinen Part gemacht? Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Wieder wahrscheinlich nur doof durch die Landschaft gehüpft. Mensch. Da wollte ich gerade jemanden schlachten und schon. Ist er off. Ja. Ja, Conny, wir werden uns wiedersehen. Wir werden jetzt einfach eine Folge für morgen aufnehmen, heute nicht streamen, dass du mich töten kannst jetzt in deiner Folge. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt gestorben und dann könnte ich nicht streamen. Haha, ist ja auch nicht schlecht. So. Stimmt, wenn du jetzt in der Folge stirbst, darfst du dich streamen, ne? Ja. Krass. Das stimmt. Ja, also wenn er stirbt. Deswegen machen wir heute was. Tadel streamt heute übrigens nicht, für die Leute, die sich wundern, aber Tadel wird es wahrscheinlich auch in seiner Folge gesagt haben, nehme ich mal an. Ja, aber wir beide streamen und was machen wir? Ja. Wollen wir ein bisschen. Ich weiß nicht. Wir sind ich ja im nicht, Krieg. Ich, ja, eben. Aber, deswegen aber können wir nicht auf Tour gehen oder so. Wir können ja auf Tour gehen, aber wir sehen uns ja einfach nicht. Also. Wir sind gerade im Aufnahmen. Tschüss. Gut. Das war Jam Let's Play. Wir sind gerade aufnehmen. Wir gehen mal ins Aufnahme-Center. Okay, da sind gerade Jam Let's Play und Tuttle gekommen. Aber. Hallo. Hallo. Aber wir sind gerade im TS auf dem anderen, ja. Auf dem anderen Channel gewesen. Das ist ja unsere Schuld. Ja, das war unsere Schuld. Wir waren nicht im Aufnahmeraum. Das ist unsere Schuld. So. Wir, also ich muss auf jeden Fall jetzt für den Stream vorbereiten, falls es im Stream Krieg gibt. Ja, übrigens nochmal zur Info. Der Stream wird ungefähr wahrscheinlich so sein, dass, ich gehe mal ins Bett. Der Stream wird ungefähr so sein, dass ich ab 18 oder 19 Uhr starten werde. Dann werde ich ein oder zwei Stunden, na, vielleicht eine Stunde TTT spielen. Je nachdem, wenn ich von 18 Uhr anfange, vielleicht ein bisschen länger. Und um 20 Uhr werde ich wahrscheinlich Hero starten. Wenn ich um 18 Uhr schon den Stream von TTT starte, dann wird vielleicht nochmal ein bisschen Minecraft-Minigames und sowas reingeschoben und andere Sachen. Aber ich denke mal, der Hero-Stream startet Punkt 20 Uhr. Also ja, das heißt 8 Uhr, falls ihr Hero nur interessiert seid, müsst ihr auf jeden Fall 8 Uhr spätestens da sein. Ja, wir werden aber vorher schon den Stream starten für TTT und für andere Minispiele. Das heißt, wir werden da so ein bisschen Party machen, uns in Stimmung bringen, bis dann halt der Hero-Stream losgeht. Passt dir das 8 Uhr, Zombie? Sonst würde ich es nochmal... Ja, gut.
Gut. Vorher besprochen. Ja, also wenn er ungefähr gesagt so 8. Ja, dann machen wir 8. Das hätte ich jetzt auch gesagt früher, aber okay. Nee. Machen ich wir. Hab's übrigens vorhin schon gesagt, dass du um ca. 18 Uhr anfangen willst. Also ja, gut. Wenn du mit Concrafter geschrieben hast. Aber du hast mal wieder nicht zugehört. Oder sollen wir um 19 Uhr Hero anfangen? Ich weiß, dass viele Leute schon früher ins Bett müssen, weil morgen ja wieder Schule ist. Heute ist Sonntag oder Samstag? Ja, heute ist Sonntag. Pass auf, wir machen es folgendermaßen, Leute. Wir machen es folgendermaßen, weil wir wissen ja auch, es gibt viele Leute, die dann halt nicht so lange machen dürfen und 10 Uhr ist halt für manche jüngere Zuschauer halt auch ein bisschen blöd, weil die Eltern sagen, nö, morgen Schule. Wir machen es so, damit alle, damit es allen passt. Wenn wir es schaffen, um 18 Uhr zu starten, werden wir eine Stunde TTT spielen. Dann um 19 Uhr fängt Hanged Hero an. 19 Uhr Hero bis 21 Uhr, also 19 bis 9 Uhr. Bis 21 Uhr. Dann um 21 Uhr, wenn wir Bock haben, spielen wir nochmal eine Stunde hier TTT hinten dran bis 22 Uhr für alle Leute, die länger dabei sind. Das heißt, wir spielen vorne TTT und hinten TTT nochmal dran. Das ist doch eigentlich eine Lösung, mit der jeder was leben kann, weil dann verpasst doch keiner Hero. Ja. So. Ich kann damit zumindest leben. Gut. Also müsst ihr es auch können. 19 Uhr fangen wir an. So, wie mache ich jetzt was? Wie bereite ich mich auf das? Also fangen wir jetzt mit 19 Uhr Hero an. 19 Uhr Hero anfangen und davor gibt es dann vielleicht schon TTT. Das heißt, wenn ihr früh genug da seid, verpasst ihr vielleicht nicht irgendwelche lustigen, spannenden anderen Sachen. Ja, jetzt hoffentlich haben es alle verstanden. Ich muss mich ein bisschen auf den heutigen bevorstehenden vielleicht wieder Krieg vorbereiten. Das Gute ist, ich habe sehr viele. Heute streamen wieder so viele? Nee, aber es könnten Leute aufnehmen, wenn ich streame und mich versuchen zu töten. Okay. Das kann ja immer passieren. Dann komme ich und rette dein Leben und dafür darf ich dann in deine Stadt. Das. Nein, ich will meine Stadt auch nicht verraten. Das. Ich sag mal so. Ja, wir müssen auf jeden Fall. Ich muss mich auf jeden Fall vorbereiten, indem ich ein paar Sachen hier baue. Ich habe ja auf jeden Fall einige Essenzen. Ich denke mal, ich werde mir ein paar Fliegestäbe machen. Willst du mir ein paar Magical Essenzen rüberlegen? Ja, sehr gerne. Also ich habe wirklich sehr, sehr... Du hilfst deinem Feind aber so gesehen. Ich helfe meinem Feind nur, damit er denkt, ach, er ist so lieb zu mir. Und dann pam, pam, pam! Dann werde ich totgeschlagen. So sieht's aus. Ich habe richtig viele Essenzen. Das hat sich echt gelohnt, dass ich die letzten Folgen so viel Farben war, Leute. Das hat echt gelohnt, weil jetzt kann ich im Stream... LOL. LOL. Jetzt kannst du im Stream LOL. Ich habe jetzt Sticks aus Redwood Planks gemacht und die sehen rot aus. Richtig cool. Aber wetten wir, da kann man nicht das normale mit craften. Das ist ziemlich doof. Moment. Diamanten brauchen wir auch noch. Also, ein Diamant, ein Stick und eine Magic Essence. Ja, wusste ich doch. Man kann es nicht. Also, man kann. Super. Man kriegt zwar ganz normale Sticks raus, die heißen einfach nur Sticks, aber man kann damit nicht das craften, was man mit anderen Sachen craftet. Deswegen. Wäre ja auch praktisch, ne? Braucht man dieses Redwood. Geht. Ja, wieso sollte man das denn machen können? Deswegen brauchen wir hier das. Das sind normale Sticks. So. Sticks. Drei Diamanten. Drei Magic Essenzen. Sind drei Stäbe. Drei Stäbe plus drei Wind Essenzen. Sind Elektrik-Essenzen. Sind drei Elektrikstäbe. Yeah, Elektrikstäbe. That's English. That's how we roll, Beach. So. Ich habe echt viele Magic Essenzen. Ich hoffe doch. Und es gibt ein Sprichwort. Man soll seine Freunde nahe halten, aber seine Feinde noch näher. Ja, gut. Dann schenk mir alles. Schenk mir deine Rüstung. Ich schenk dir alles, was ich besitze. So. Dann tötest du mich trotzdem mit so einem Holzschwert oder so. Nee, ich komme da mit diesem roten Stick an, der für nichts zu gebrauchen ist. Mit dem Stick hier will ich Zombie töten. Paff, paff. Paff, paff. Okay. Der ist geil, der Stick. So. Kann ich auch Sachen wieder aus dem Köcher rausholen? Keine Ahnung, ich habe einen Köcher mit 106 Pfeilen drin, aber keine Ahnung. Was ist da los? Ich nehme einfach einen normalen Pfeil mit. Ich weiß nicht, der Köcher, der ist zwar cool, aber irgendwie, hui, weißt du, hui. So. Aber irgendwie so, hui. Aber ups, hui. So, was brauche ich noch, um mich zu wehren? Der hier, den brauche ich noch. Den hier kann ich auch gut gebrauchen. Ja. Und wir haben 19. Boah, ich bin bei Mario fast gestorben. Ich spiele gerade nebenbei einfach Mario. Ja, ja. Du bist fast gestorben. Da hättest du eine Aufnahmesperre gehabt, ne? Ja, bei Mario. Bei Mario Hero. Ja. Hero. Ja, ich wollte gerade goldene Flaggen, weil die noch fehlen. Und die sind zu doof in der Aufnahme zu holen. Weil ich dann nur das Ziel an dem obersten Punkt erreichen muss. Okay. Das mache ich gerade offscreen. Und habt ihr Mario Let's Play. Ja, der hat mit seiner Freundin sogar, mit Miss Chessie.
Aha. Und das Thomas, hast du kein Mario-Let's Play mit deiner Freundin? Magst du deine Freundin nicht? Nö, aber ich bin mit meiner Freundin über so richtig harte Spiele. Outlast. Ach, das ist doch fast genauso wie Mario. Ja, das laufen auch bestimmt Klempner rum. Ja, da laufen auch manchmal Klempner rum. Sogar nackt. Jacken sich dann die Hände ab. Mit einer Rohrzange. Okay. Hoppala. So, wir haben 10 Minuten. Ich habe auch einiges in dieser Folge vor. Einen schönen Nikolaustag wünschen wir Timmy. Vor Timmys Haus steht ein Schild. Da steht drauf. Timmy. Okay, cool. Der Verzauberungsdicht ist weg. Alter. Ist er jetzt schon im Verzauberungshaus? Haben wir schon ein Verzauberungshaus fertig gebaut? Wo ist nochmal das Verzauberungshaus denn? Hört mal auf, so produktiv zu sein. Das geht ja nicht. Das geht ja echt nicht, ne? Ich bin ja noch schlecht in meiner Stadt. Ich habe meine goldene Feder jetzt schon wieder. Wir haben schon eine Wahlurne gebaut, ja. Nicht schlecht, Herr Spiecht. Und ein Haus mit überfluteter Mobfalle. Wo ist jetzt der Verzauberungsdicht? Verdammt, jetzt habe ich es nicht mitbekommen. Was ist das Verzauberungshäuschen? Oh. Das kann ich nicht sagen. Hier backt es. Jetzt so voll die coolen Türme mit so Sternblöcken drauf oder so, ne? Ja, genau. Sind die aus diesen herunterfallenden Sternen gebaut oder? Wo sind diese Blöcke? Ach, hier ist es. Die sind aus herunterfallenden Sternen. Ja. Oh, cool. So. Also. Dieser Electric Stuff, Unbreaking und Soul Tether. Und dieser Electric Stuff, Unbreaking und Soul Tether. So. Jetzt, meine Hose. Warte mal, Protection. Also Protection ist überall so gut drauf, wie es geht. Hä? Richtig unnötig. Ich habe meinen Helm und meine Brustrüstung, die sehen am meisten kaputt aus, aber da ist Unbreaking 3 beides drauf und meine Hose und meine Schuhe sehen noch nicht so kaputt aus und da ist Unbreaking 1 drauf. Was sollte uns das sagen? Vielleicht ist Unbreaking doch nicht so gut. Ja, haust lieber am besten von deiner Rüstung runter. Ich glaube, ich mach lieber... Pro-Tipp von der feindlichen Stadt. Ja, ich glaube, ich mach lieber Dingens drauf. Afterlife. Nee, was ist nochmal das, wo man das wiederbekommt? Soul Tether, ne? Ja. Das kostet 12 Level. Oh. 12 Level ist doch nichts. Ihr habt doch eine Mob-Farm. Ja, aber ich hab nicht so viel Level. Im Reparieren der Rüstung soll man das Zeug immer ablegen, ne? Welches Zeug? Ja, genau. Genau. Gut. Ich muss also die Verzauberung runtermachen. Wo ist denn meine goldene Feder? Ich hab sie schon wieder verschlammt. Aber wenn man die Verzauberung runtermacht, verliert man doch auch Level. Genau, da verliert man Level auf jeden Fall. Aber es ist insgesamt günstiger. Aber man verliert trotzdem Level. Goldene Feder mitnehmen. Bin hier mal gespannt, ob sich das wirklich lohnt. Das wird sich schon lohnen. Das wird sich schon lohnen. Mach dir mal keine Sorgen. Pro-Tipp von der anderen Stadt. Okay. So. Okay. Ich habe jetzt gegenseitig die Pro-Tipps. Ja, ist einfach so. Ich brauche hier noch ein bisschen was zu mampfen, aber wo habe ich jetzt mein Essen hingetan? Da ist Fleisch, aber ich wollte lieber ganz viel Möhren. Das ist neun Brote, na gut, komm, neun Brote passen auch. Hier ist noch so Crap in dieser ganzen Truhe, in der ganzen Box. Was ich jetzt noch machen wollte, ist, ich wollte gerne in dieser Folge noch eine Aufgabe des Königs verteilen. Du bist der König, ne? Ich bin der König, hallo, jo, verbeuge dich. Ui. Siehst du, dann könntest du auch kurz einen Frieden mit meiner Stadt haben. Wenn du ja, aber deine Stadt und die gelbe Stadt haben ja zusammen den Krieg erklärt. Ich bin ja pazifistischer König, ich möchte gar keinen Krieg. Aber ich muss ja darauf reagieren. Aber ich töte euch alle und erwähne es ständig. Ich will aber keinen Krieg. Ja, aber wenn Krieg ist, dann lasse ich es auch nicht auf Besitzen. Aber warte, ich habe eine Axt dabei. Pass auf, ich werde noch eine Sache machen, weil es ist ja auch bald Weihnachten. Ich werde eine Sache beschließen als König. Nämlich, ich werde einen Weihnachtsbaum holen. Und den möchte ich gerne, dass er geschmückt wird. Alle sollen ihn gemeinsam schmücken. Jeder soll ein bisschen... An Weihnachten oder... Nee, also im Voraus schon ein bisschen schmücki. In eurer Stadt nur oder wie? Ja. Das müsst du schon für deine eigene Stadt machen. So. Bin ich König. Das ist nicht mein Job. Ist das ein schöner Weihnachtsbaum, diese Bäume hier? Ja, eigentlich... Der ist eigentlich ein schöner Weihnachtsbaum, oder? Was denkt ihr? Was denkt ihr, Leute? Ist das so einer, der ist schön groß, aber ist schön auch irgendwie schön. Es sind ja noch... Ist noch einiges an Zeit. Doch, ich glaube, so ein Baum ist echt schön. Doch, so ein Baum ist schön. Ich brauche Saplings von diesem Baum.
Ich brauche Saplings. Du brauchst Saplings, habe ich gehört. Ja, da sind ganz viele Saplings runtergefallen. Juhi. Ja. So. Jetzt werde ich den Baum anpflanzen. Und dann werde ich als königliche... Ihr habt da so ein schwarzes Brett, ne? Genau, wir haben ein Haus. Das war früher das Haus der Wünsche an den König. Aber das war mir ein bisschen zu lieb. Ich bin ein sehr böser König, wie jeder weiß. Nicht. Aber ich habe das Haus dann in Aufgaben des Königs umgeändert. Anstatt Wünsche an den König ist es jetzt Aufgaben des Königs. Trotzdem sind es mehr Wünsche als Aufgaben. Wo ist die? Ich habe eigentlich Wünsche an den König. Wünsche vom König. Nee, früher war es Wünsche an den König. Hä, wo ist die Mobfalle eigentlich? Da. Oh, hier sind. Oh, ganz viele Ramobs. Alter Schwede. Das Problem am Mobfallen ist, wenn ich da drauf schlage, könnte es sein, dass ich einfach instant sterbe. Das sind ein bisschen. Nee, das sind ein bisschen zu viele Viecher. Nee, instant sterben würdest du nicht. Es wirft dir Schaden zurück, aber du hast ja eine komplette Scale-Rüstung an. Hier ist auch einiges an Zeug schon gedroppt. Das Diamond Shield. Alter. Ist echt krass. Also die Mobfalle ist echt krass. Also wieder mal Respekt an Tim. Er hat auf jeden Fall. Die Mobfalle war ja eine Aufgabe des Königs und er hat sie gut umgesetzt. Gut gemacht, Team. Gut gemacht. So. Wir suchen jetzt einen schönen Platz für den Weihnachtsbaum. Ich würde sagen, hier ist. Warte mal kurz. Wir müssen mal gucken. Hier ist eigentlich schön. Yep. So, ich habe aber keine Schaufel. Da muss ich mich schnell holen. Oh Leute, muss ich ein bisschen beeilen hier. Ein bisschen muss ich beeilen. Werkzeug. Eine Schaufel. Ich brauche ganz dringend noch Bone Meal. Knochen. So, ich gucke jetzt mal durch meine Hero-Folge. Ich mal einen Dammhell basteln nebenbei. Da ist ein Knochen. Okay, passt. So. Ach ja, ich habe so ein paar Portaltüren markiert, die in unsere Stadt führen. Mit so Pfeilen und so und mit besseren Wege hingegraben. Dass ich weiß wenigstens, wo die Türen sind von den anderen Städten. Dass ich die im Überblick habe. Okay, cool. Dort habe ich schon meine Folge gemacht. Und ich habe nach Kedos sein Chocobo gesucht, was immer noch verschollen ist. Da ist gerade bei uns was eingestürzt. Nein. Ach so, es war nur so ein billiger Meteor. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Ihr habt ein Meteorschild. Ja, aber es ist so ein. Diese kleinen Meteoren, weißt du? Meinst du die Sternschnuppen? Yep. Achso. Noch ein bisschen Zeit. Den Weihnachtsbaum hier pflanze ich noch an. Ich setze den Weihnachtsbaum so ganz tricky ein bisschen in die Erde rein, weil die sind nämlich ziemlich hoch, bevor erstmal da was kommt, deswegen setze ich ihn erstmal hier in die Erde rein. Die heißen Fire Saplings. Okay. Kann man die mit Bone Meal wachsen lassen? Ich hoffe ja. So. Okay, Bone Meal. Verrichte dein Werk. Ja, er ist gewachsen. Jetzt gucken wir mal, ob das komplett verkackt ist, was ich davor hatte. Also ich habe den so ein bisschen in die Erde eingelassen, weil der so einen langen Stamm hat. Oder ob das jetzt gut war. Okay. Die Spannung steigt. Naja, also... Nee. War jetzt nicht so hammergut. Ich glaube, den setze ich nochmal neu. Ich glaube, den setze ich ungefähr auf diese Höhe. Pass auf, jetzt ist der Stamm bestimmt dreimal so hoch. Und dann kommt's. Und? Jetzt ist der Stamm noch tief. Hä? Wobei, so geht's eigentlich. Da kann man auch Geschenke drunter setzen. Nee, doch, so ist eigentlich gut. So ist eigentlich ganz gut. Doch. Doch, so ist eigentlich ganz gut. So, okay. Weil er soll halt nicht so einen hohen Stamm haben, weil er soll eigentlich, die Geschenke liegen ja halt da drunter, aber es soll halt auch nicht so weit von den Blättern weg sein. So. Okay. Gut. Oh, scheiße, ich hab meine Zeit geht gerade vorbei. Meine Zeit geht ganz gerade vorbei. Nein, Demon, deine Zeit ist doch noch gar nicht gekommen. Schnell, ich muss schnell
etwas machen. Ich muss schnell ein Schild machen. Ein Schild. So. Unser Weihnachts. Unser Xmas. Baum. Schmückt ihn. Bis morgen. Unser W-Baum. Der W-Baum. Alle gemeinsam schmücken. Liebe Grüße, der böse König. Aber fast alles nicht. Ich bin mal gespannt, welche Stadt den schönsten Weihnachtsbaum hinkriegt. Wenn ich unsere Stadt würde gar keinen haben. So. Okay, der ist ganz schön, der ist auch nicht zu hoch. Ich könnte jetzt mal von oben gucken. Die Folge ist jetzt leider schon zu Ende und leicht überzogen, aber der Weihnachtsbaum musste einfach noch hin. Okay. Ey, nicht mal an deinen eigenen Regeln kannst du dich halten. Entschuldigen Sie, bitte. Ich gehe jetzt sofort offline. So. Und. Gut, Leute, das war's mit der Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst eine Wertung da. Heute Abend ab 19 Uhr Hero Stream. 19 Uhr bis 21 Uhr Hero. 18 Uhr vielleicht schon TTT. Und nach 21 Uhr gibt es auch nochmal TTT. Ciao, haut rein und tschüss.